Hey Leute, ich bin Cedar Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Super Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir einen von unseren Helden zurücklassen müssen, aber wir müssen weitergehen. Es geht ja hier um die ganzen, um alle Welten, ne? So. Und höchstwahrscheinlich wartet hinter dieser Tür der Kampf gegen Mimi. Oder? Na, noch nicht ganz. Oh, es sind Lumbas. Boinks. Und Boinks. Lumbas sind niedlich. Ah, ich wäre dafür, dass wir... Oh. Oha. So einfach Strats funktionieren hier nicht. Fing ist, ich würde die eigentlich schon gerne umboxen. What? Da trifft mich trotzdem? Das ist ein Kack. So. Was? Ich habe jetzt etwas viele KP verloren. Doch nicht so cool. Aber. Gott, so viele Gegner. Wir gehen jetzt durch diese Tür. So. Alright. Es ist halt blöd, weil ich jetzt nicht wirklich die. Jetzt muss ich vorsichtiger sein, wenn ich solche Viecher angreife. Sonst würde man einfach Bowser auspacken und sagen. Ja, Feuer. Ich nehme stark an, dass es nicht die richtige Tür ist. Aber es gibt hier einen Geheimgang. Hm. Natürlich. Hier versteckt sich eine Truhe. Eine Truhe. Sehr gut. Mal gucken, was da drin ist. Das ist ein Ultrapilzmix. Ich habe keinen Platz mehr. Aber ich habe einen Plan. Zwar benutze ich einfach einen. Und das sei. Ja, ich würde mal sagen, der Ultra-Pilz-Mix wird uns später sicher noch helfen. Vor allem halt im letzten Boss, glaube ich. Ich habe das in Erinnerung, dass er ziemlich hart war. Aber vor allem, ich glaube, dann haben wir nur noch einen Helden übrig für den Kampf. Hm. Naja, auf jeden Fall können wir uns darüber später Gedanken machen. Jetzt einfach hier weitermachen. Feuerbrüter sind hier jedenfalls nicht so kompliziert, denn... Oh Gott. Man muss natürlich gut sein. Denn an sich... Wow, ich bin gerade richtig... Hä, was ist denn los in letzter Zeit? Ich bin auch gut in so Spielen. Ja, komm, her. Hm. Ich sah auch nicht, warum da so der Wurm drin ist. Ah, ach Menno. Gut. Auf jeden Fall machen wir weiter. Ignorieren wir einfach diese Fails und... Sind wir schon da? Oh, ich frage mich, was das sein wird. Doch sicher nicht eine Falle. Oh mein Gott. Den Pilz hätte ich ehrlich schon gerne. Ah, ja, ich weiß, Leute, aber... Es ist Gratis-Heilung. Man sagt nie nein zu Gratis-Heilung. Der Preis dafür ist nicht so hoch. Der Preis dafür... sind Punkte. So. Einmal. Dann machen wir noch den nächsten, den wir in die Luft jagen. So. Hier, frisst das. Sehr schön. Ach ja, Leute. In letzter Zeit habe ich fast keine Zeit, um aufzunehmen. Jetzt nicht wegen der Uni, sondern halt, weil meine Freunde ständig was von mir wollen. An sich ist es eigentlich was Schönes, aber wenn ich das so verspätet aufnehmen muss, nicht so meins. Ah, wenigstens Xenoblade läuft. Bei Paper Mario ist gerade ein bisschen der Struggle drin, da up-to-date zu bleiben. Ich habe genug Heilung, ich brauche das nicht. Ich habe genug Heilung. Oh. Ach, hier ist direkt ein Speicherblock. Geil. Gut, dann halt nehme ich das gerne. Und ich erwähne meine Freunde und mir wird direkt geschrieben. Oh Gott. Ach du Scheiße, in der Ansicht. Oh. Nicht nett Spiel. So, welches von euch ist das richtige? Nein! Verdammt. Ist halt 2D ist einfach als 3D.
Weil 3D ist aber trotzdem noch eine 2D-Figur und, man merkt's, ne? Welcher ist der Richtige? Du. Nein! Flieg doch nicht zur Seite, Mann! Was machst du denn da? Okay. Oh, da ist der Schlüssel. Alter, das war ja richtig close. Wir hatten fast ein KP verloren. Ich werde schon fast gewillt, die mittlere Falte auch noch auszulösen. Ach komm. 1000 Punkte. Und die Gegner da unten. Oh Gott. Ah, voll fair. Ich da ausweichen konnte. Egal. So. Gut. Vielleicht sollte ich den nutzen. Egal, gehen wir halt mit ein bisschen weniger KP rein. Ja, bin ich gerade so faul, das zu tun? Ein bisschen. So. Und so. Und bevor wir durch die Tür gehen, speichern wir. Ich mache das zwar nur ungern in Episoden, aber... Oh. Die Batterien sind fast leer. Ja, ich möchte. Gut. Diese 14 Minuten haltet ihr doch schon aus. Ich hoffe es. Gut, ich trinke noch schnell was. Ah, sehr schön. So. Wie wunderbar, ihr seid nun hier. Ich wusste, ihr kommt her zu mir. Helden, lauft nicht weg. Bleibt hier bei mir, auf diesem Fleck. Die Sterne führten euch hierher. Oh, wie schön, das freut mich sehr. Bist du wirklich Melly? Oh weh, was willst du damit sagen? Ach, man möchte glatt verzagen. Ihr seht mein liebliches Gesicht und glaubt mir trotzdem nicht. Ich stelle euch da Fragen 3. Antwortet von der Leber frei. Seid ihr ehrlich und belügt mich nicht. Sagt mir die Wahrheit ins Gesicht. Seid ihr bereit? Es ist Fragenzeit. Welcher von den dreien bereitet euch die größte Pein? Der Ultrapilz. Grauenvoll. Ich hasse Ultrapilze. Hihi. Also dieser da macht dir die meiste Angst? Und welcher dieser fiesen drei macht eure Knie glatt zu Brei? Der Donnerzorn. Also wenn ich sowas trifft, ne? Grauenvoll. Was macht euch vor Furcht ganz kalt und heiß? Ach, wie gut, dass ich das weiß. Und welche hier sind euch zuwider? Wie falsch gesungene Kinderlieder? Fehlschlag. Grauenvoll. Gibt's nicht, es gibt nichts Schlimmeres. Das also macht euch sauer? Interessant, jetzt bin ich schlauer. Ach, wie war das heiter? Aber ich muss weiter. Doch keine Angst und seid nicht bang. Wir sehen uns bald, dauert nicht lang. Ja, ist ja ziemlich obvious, dass es hier darum ging, gegen was wir dann kämpfen müssen. Und wenn man sagt, dass man die Items hasst, dann gibt's ja ein Items. Was habe ich noch in Erinnerung? Oh, ein Ultrapilz. Oh nein, wie grauenvoll. Das ist ja, das geht doch nicht. Sowas kann man Leuten doch nicht antun. Oh, ich würde den Donnerzorn eigentlich schon gern mitnehmen, aber wir haben keinen Platz mehr. Ich habe schon zwei und ich benutze sie eigentlich nie. Gut. Tut mir leid, Donnerzorn. Es kann leider nicht sein. Und Fehlschlag. Oh Gott. Ich kann das umgehen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte man hier Suselwusel oder so gesagt. Oder Konrad. Gehen so viele Konrads kämpfen. Ii. Auf jeden Fall habe ich es durchgeschafft. Wie kann das sein? Unmöglich! In diesen Räumen war alles, was ihr hasst. Wie seid ihr da durchgekommen? Es sei denn natürlich... Ihr fiesen Gemeinis, habe ich angelogen! Wie kannst du es wagen, uns Vorträge zu halten? Du hast gerade Merlon und Merle nachgemacht, um uns in eine Falle zu locken. Du solltest dich schämen. Ich? Mich schämen? Ich krieg gern, was ich will und tue dafür alles. Du musst doch ständig gerettet werden. Dafür solltest du dich schämen. Du hast eine ganz schön große Klappe, wenn deine kleinen Beschützer hier sind. Oh oh, oh oh, oh 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 oh. Jetzt, Peach ist jetzt wütend. Du. Also gut. Wenn du es so willst, sollst du bekommen, was du verdienst. Prinzessin Peach, ihr werdet doch nicht...
Haltet euch da raus! Ich bin eine Prinzessin und sie hat mich beleidigt. Ihr mischt euch nicht ein. Kapiert? Ja, ist okay, ja. Mach, mach du. Oh, das süße kleine Prinzessin will sich ganz allein mit mir anlegen. Deine kleinen Freunde hier werden sicher traurig sein, wenn ich mit dir fertig bin. Ich hasse dieses Geräusch. Ah. Aber das Katsching muss natürlich sein. So, ich hoffe, ich habe Wurfowitz ausgerüstet. Mimi! Versuche nicht zu heulen oder deine Schminke wird verlaufen. Ich habe Wurfowitz, sehr gut. Okay. Dann fangen wir an. Komm. Der Kampf ist halt nicht groß anders als der erste. Ich muss nur treffen. Verdammt, das ist jetzt... Vorüber! Es ist weg! Oh nein, ich habe ja solche Angst. Aua. Das ist neu. Gut. Wir sind immer noch Peach. Wir sind immer noch Peach. Okay, wir können sie da nicht treffen. Nadu? Nadu? Ich mag es lieber, wenn sie das macht. Da ist sie einfacher zu treffen. So. Kann ich noch drauf springen? Versuchen wir es nicht. So. Jetzt kommt wahrscheinlich... Komm, Wurfowitz! Hilf mir! Ich kann natürlich auch warten. Verdammt, das war schlecht. Bissi. Der trifft sie mich überhaupt nicht. Oh. So. Der Kampf gegen Mimi ist immer so. Ich mag den Kampf, der ist relativ straightforward. Da muss man sich nicht große Gedanken machen. Ja, genauso wie der Kampf gegen Clock. Ist auch so ein bisschen billig. Aber ich find's cool. Ich find's halt echt super, dass jetzt hier wirklich so Standoffs kommen von wegen. Bowser gegen O'Clock. Und das? Peach gegen Mimi. So. Ich finde das super. Gut. Aua. Lassen Sie das bitte bleiben. Oh. Da bin ich tatsächlich da reingelaufen. Na gut, passiert. Bisher eigentlich nur zweimal getroffen. Das ist noch annehmbar. Da kann man eigentlich auch ausweichen, aber wenn Peach schon blocken kann, dann nutzen wir das aus. Ja, geh rauf, komm. So, nimm das hier und das hier. So, also jetzt verdammt wieder KP irgendwie. Okay. So, kann ich das nochmal machen? Ja, kann ich. Na? Die kleine Prinzessin kann sich wehren. Oh, sehr schön. Gut. Job noch eins. Zack. Und zack. Sehr gut. Geht doch. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt wahrscheinlich die Kreissäge, aber... Oh Gott. Sie macht das nochmal. Na? Verdammt, ich habe verfehlt. Ich konnte dich nur verfehlen. Das war ein bisschen knapp. So. Nimm das. Und die. Oh Gott, sie lebt immer noch. What the hell? Wir haben bisher sehr viele KP abgezweigt. Na, komm her. Gut. So vielleicht nicht. Ja, so auch nicht. 20 KP verloren. Ja, gut. Geht. Ich bin halt ein bisschen tollquatschig irgendwie. Ich habe doch kein Game Over, also. Außer das Inoffizielle von Dimensio verursachte, aber das zählt man nicht als Game Over. So, sehr schön. Geht nach oben. Okay. So. Hi. Na? Alles Paletti? Zieh das wieder an.
Oh. Sie hat einfach den Weg blockiert. Die Olle. So. Und das spreche ich halt gegen dich, wenn ich dich nicht abwerfen kann. Ist auch angenehmer. So. Komm schon. Das war ich immer noch nicht. Okay. Hat die irgendwie 100 KP oder so? Okay. So. Mal warten. Das Kämpfchen wird ein bisschen dauern. Ich muss halt wirklich nachgucken, wie viele KP die Olle hat. Die hat fast mehr als O'Clock, habe ich das Gefühl. Aber gut, mit Bowser haben wir auch sehr viel Damage gedrückt. Das muss man schon sagen, ne? Aber ich könnte ja Dingsbums benutzen. Donnerzorn, sobald sie wieder unten ist. Okay. Sehr gut. Und zack. Wenn das jetzt nicht reicht. So, mal gucken, wie viel Damage das macht. Schüttle. Jetzt einfach schütteln. So. 12. Nicht schlecht. Oh Gott. Ich wurde predicted. Es ist echt schwer, sie so zu treffen, ne? Okay. Schirm über den Kopf. Alles wird gut. Aber honest to God, ich frage mich, was im Material Peach Schirm besteht, das da alles blocken kann. Das ist ja schon ganz schön krass. Na komm. Ja, bitte nach oben gehen. So, eins. Und? Immer noch nicht. The hell? Ich benutze noch einen. Haben wir jeden Angriffsitem in dem Spiel benutzt irgendwie? Immer noch nicht. Autsch, das hat so schlecht gesprungen. Komm zurück! Das hat ja fast funktioniert. So. Das hier. Alter, hat die irgendwie 100 KP oder mache ich irgendwas falsch? Oh. Okay, gut, ich benutze ein Item. Hm. Autsch. Verdammt. Okay. Ach, komm schon. Es muss doch langsam kaputt gehen. Ich habe dich schon so oft abgeworfen. Nein, komm zurück. Oh Gott. Was das? Nüpp. Das kann doch nicht sein. Jetzt klinge ich schon wie Erik. So. Ach du Scheiße, ey. Ich hab den nicht so lang in Erinnerung. So. Gib das her. Hab ich so? Nö. Okay. Nimm das hier. Den hier. Und den hier. Alter. Also, sie hält definitiv mehr aus als O'Clock. Ah. So. Kommt jetzt wieder. Ja, verdammt. Ich hätte warten sollen. Ah, wobei. Wobei geht doch. So. Zack. Ah, ich hab's geschafft. Sehr gut. Startet Spaßrad. Gib hier. Ja, ein Voltpilz, warum nicht? Warte. Das war's immer noch nicht? Wirklich? Wie viele KP hat die Frau? Zu viele. Aua. Ich dachte so, oh, jetzt haben wir es geschafft. So, hm. Und dann doch nicht. Wir sind schon fast 20 Minuten. Der Bosskampf dauert und dauert und dauert. So, oh Gott, wenn die jetzt schon so viele KP hat, wie viele wird dann Dimensio haben?
Oh Gott. Mir schwand Übles. Jetzt stirb doch endlich, Mann. Was ist denn das? Mädchen, bitte. Zu viele KP kannst du nicht haben. What the hell? Oder mache ich irgendwas falsch? Ich mache hier doch Schaden. Oder muss ich auf sie draufjumpen? Wie soll ich denn auf sie drauf? Ja, komm. Oh, ach Gott, ich bin so ein Trottel. Die müsst ihr jetzt die Beine verlieren. Ihr habt sicher schon in die Kommentare geschrieben. Denke ich jetzt so, Charo, wirklich? Und ich dann so, ich bin vergesslich, ich weiß. So. Weg damit. Komm. Gut, dann. Ah, komm schon, weg damit. Machen wir das im. Oh. Schnelldurchgang. Nee, das machen wir jetzt in der Episode. I don't care. Wenn sie 30 Minuten langsam wird. Ja, Problem halt an dieser Stage ist, man sieht die Beine tatsächlich nicht. Aber ich nehme mal. Komm. Nicht, dass sie jetzt noch Game Over gehen. Ja. Und zack. Verdammt. Komm mal her. Oh, jetzt macht sie die Scheiße. Oh Gott. Oder wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Könnte natürlich auch sein. Ja, wobei ich will das jetzt eigentlich schon beenden, ne? Aber da kommt noch Cutscene. Aber wir haben mit dem Part effektiv nichts geschafft. Und das kann ich mit meiner Ehre irgendwie nicht vereinbaren. Ja, komm. Runterfallen. Oh Gott. Auf die drauf springen ist aber auch schwer, ne? Vielleicht zuerst abwerfen. Oh Gott, halt doch auf. Das geht so nicht, Leute. Das geht so nicht. Okay, so mach den hier nochmal. Okay, wenn sie jetzt nicht kaputt geht, dann. Ah, verdammt ich. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber auch nur ein bisschen. Ich glaube, sie hat noch drei Beine. So. Fall nochmal runter. Wie hat das vorhin so gut geklappt? Dass ich auf die. Ah, drauf kam. Komm schon. Oh Gott. Ich habe gerade sehr viele KP verloren. In sehr kurzer Zeit. Oh, es ist so ein schlechter Kampf gerade. Kannst du, dass sie immer schneller wird? Je weniger Beine sie hat. Nicht, dass das Sinn ergäbe. Ah, 23 Minuten. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Hm. Ja, sie wird immer schneller. So, jetzt. Komm mal runter. Und zack. Oh, geht doch. Mein Gott. Ich kapiere das nicht. Man sieht von schwachen, verwöhnten Prinzesschen. Mäh. Du. Was ist los? Hat Klein Mimi sich an diesen Prinzesschen die Milchzähne ausgebissen? Ihr habt es geschafft, Prinzessin. Die Lehre breitet sich aus. Wenn wir weiter trödeln, sind wir erledigt. Ich glaube, das hat Luigi gesagt. Du hast recht. Los, weiter. Peach? Mimi, du kannst hier nicht bleiben. Such dir einen sicheren Ort. Ja klar, als ob dich das interessiert. Hm. Peach! Was war das? Prinzessin? Sie geht nicht auf. Oh nein. Was tust du denn da, du Dummerchen? Was ich tue, ich will dir helfen. Ich will deine Hilfe nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Nein, du gehörst zwar zu den Bösen, aber ich kann dich nicht immer fallen lassen.
Wenn jemand Hilfe braucht, muss man ihm helfen. Egal wie es ist. Naja, kommt ein bisschen drauf an. Peach. Warte, ich hab dich. Oh nein! Peach! Die ganze Burg hat gebebt. Und die Tür lässt sich nicht öffnen? Erst Bowser und jetzt die Prinzessin. Was sollen wir tun, Mario? Ja, wir müssen weiter. Ja, wir müssen weiter. Wir können die Prinzessin doch nicht einfach hier lassen. Es ist schrecklich, aber es ist das Ende der Welt. Aller Welten. Wir müssen weiter. Prinzessin Peach würde es so wollen. Ja, ich denke, Prinzessin Peach würde das auch so sehen. Ich mache mir Sorgen um sie, aber sie wäre bestimmt böse, wenn wir trödeln. Also los, Mario. So, jetzt sollen wir eigentlich beim Ende des Kapitels auch sein. Genau, Leute, das heißt, ich kann speichern und die Episode beenden. So, let's do this. Oh, sorry, dass ich gerade so eine lange Leitung über den Kampf hatte. Ich habe es voll verhängt. Dam, dam. Ja, Kapitelende. Ich möchte, Dankeschön. So. Bowser und die Prinzessin waren in den Tiefen von Burg Knickwitz verschwunden. Würden sie je wieder auftauchen? Hatte Mario ohne sie überhaupt eine Chance, Graf Knickwitz zu besiegen? Die Atmosphäre wurde mit jedem Schritt düsterer und bedrohlicher. Mario und Luigi bewegten sich schweigend weiter. Oh, es ist aber so... Es ist so ein düsteres Spiel gegen Schluss, so unglaublich. Countdown der Zerstörung. Okay, jetzt wird's langsam... krass. So. Die Macht der Leere wächst, ich kann es fühlen. Das dunkle Herz ist nah. Das Ende ist fast da. Wir müssen uns beeilen. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter und ja, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also, bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.